Und bei mir im Studio ist Janina Mütze, die Geschäftsführerin des Meinungsforschungsinstitutes CIVE und natürlich bei uns auch hier bekannt mit den Umfragen, die sie für uns erhebt. Janina, Sie haben sich jetzt mal mit der Frage beschäftigt. Berlin, ich bin Berliner, eigentlich die tollste Stadt der Welt. Aber so viel funktioniert einfach nicht. Und deshalb haben Sie mal die Frage gestellt, was denken denn eigentlich die Berliner und Berlinerinnen, warum kriegen wir hier nichts auf die Reihe? Ja, als Meinungsforscherin würde ich ja sagen, Ihr Blick auf Berlin ist vielleicht etwas verzerrt und nicht repräsentativ für ganz Deutschland. Deswegen schauen wir uns mal an, was die Deutschen denn eigentlich sagen. Wir haben Sie mal repräsentativ befragt, welche Aussage eigentlich aus Ihrer Sicht auf Berlin zutrifft. Und da sagen viele Deutsche, naja, so richtig positiv ist das Bild nicht für Berlin. Wir schauen uns das mal hier an auf der Wand. 13% würden sagen, die ganzen Probleme, von denen man in Berlin immer hört, die sind eigentlich für eine Stadt in dieser Größenordnung völlig angemessen. 13% ist nicht viel und deshalb schauen wir mal auf den nächsten Balken. Von Krieg und Teilung bis heute nicht erholt, sagen 17%. Von der eigenen Landespolitik abgewirtschaftet. Also das ist schon eine sehr harte Aussage und das sagen 68% der Deutschen. Profitiert zu stark vom Länderfinanzausgleich. Hinter dieser Aussage würde sich jeder Zweite in Deutschland stellen, sollte vom Bund besser verwaltet werden, sagen 28%. Keine dieser Aussagen, die ja mehrheitlich nicht nur positiv sind, das sagen gerade einmal 6%. Also wir sehen hier, der Blick auf Berlin, der ist nicht besonders positiv. Aber, und das ist ganz spannend, auch die Meinung der Berliner fällt ungefähr ähnlich aus wie die der Menschen aus den anderen Bundesländern. Einzig und allein bei der Frage des Länderfinanzausgleiches sagen die Berliner mehrheitlich, den sollen wir weiter behalten. Ja, früher hatten wir ja auch mal die Berlin-Zulage, aber wie gesagt, das ist ja Geschichte lang zurück. Ja. Aber es ist natürlich auch in Berlin ein großes Problem, das Migrationsthema. Viele Flüchtlinge, das haben wir ja auch an Silvester gesehen, die Debatte und alles, aber das wollen wir mal ein bisschen größer sehen. Der EU-Gipfel hat sich ja nun geeinigt in einigen Fragen nach langem Streit und Sie haben mal die Deutschen gefragt, wo muss das eigentlich anfangen? Muss das tatsächlich auf europäischer Ebene anfangen und wie sehen die Deutschen das? Genau, das geht ja so ein bisschen auf die Frage hin, sollen die Asylverfahren alle hier vor Ort bearbeitet werden oder gibt es vielleicht die Möglichkeit, Verträge mit Ländern in nordafrikanischen Staaten zu schließen und dort die Asylverfahren zu bearbeiten? Diesem Vorschlag würden sich 73% der Deutschen anschließen, also knapp 3 von 4. Das ist eine deutliche Mehrheit, auch durch alle Parteianhängerschaften hinweg durch. 12% zeigen sich hier unentschieden. Falsch fänden das gerade einmal 15%. Also viele Menschen in Deutschland gehen davon aus, dass man hier effektivere Lösungen finden würde, um diese Asylverfahren auch zu bearbeiten und nicht alle Menschen erst nach Deutschland kommen zu lassen. Großes Thema war beim EU-Gipfel ja auch vor allem die Forderung Österreichs, es muss wieder einen Grenzzaun an den Außengrenzen geben. Wir Deutschen, wir wissen, was das bedeutet, was so ein Zaun heißen würde. Jetzt schreiben wir das Jahr 2023 und deshalb haben Sie für uns auch mal gefragt, wie sehen die Deutschen das? Brauchen wir an den EU-Außengrenzen tatsächlich jetzt Grenzzäune, um zu verhindern, dass damit Flüchtlingsströme weiter in die Europäische Union kommen? Genau, wir haben nicht ganz konkret nach einem Zaun gefragt, aber wir haben gefragt, ob die Menschen in Deutschland es eigentlich für richtig halten würden, die EU-Außengrenzen zu verstärken und dafür auch mehr EU-Mittel einzusetzen. Und auch hier sehen wir ein ganz, ganz eindeutiges Bild. Fast 8 von 10, 79% der Menschen in Deutschland würden sagen, ja, das sollten wir tun. Unentschieden zeigt sich gerade einmal jeder Zehnte. Als negativ bewertet es auch gerade einmal jeder Zehnte. Auch hier sehen wir eigentlich in den Parteianhängerschaften keine großen Unterschiede. Und es zeigt sich einfach, die Menschen in Deutschland wollen hier etwas mehr Kontrolle bei der Frage nach Geflüchteten in Deutschland. Ja, mal sehen, ob die EU das hinkriegt und wie es dann auch in Deutschland weitergeht. Wir haben ja höhere Flüchtlingszahlen als im Rekordjahr 2016. Janina Mütze, danke wieder für die interessanten Zahlen. Und wir werden uns natürlich am Sonntag auch in unserer Sondersendung zur Berlin-Wahl wiedersehen. Danke erstmal und bis Sonntag, 17 Uhr.